Wenn die New Orleans Pelicans eine positive Sache aus der abgelaufenen Saison mitnehmen konnten, nach viel Enttäuschung und dem Verpassen der Playoffs, dann ist es die Erkenntnis, dass Zion Williamson dieser besondere Spieler ist. All der Hype schon vor seiner NBA-Karriere war berechtigt, all das Gerede über ein Generational Talent, all die Lobeshymnen über sein absurdes Talent. Der ehemalige erste Pick spielt eine der dominantesten Saisons, die jemals ein 20-jähriger Spieler in seiner zweiten Saison in der Liga abgeliefert hat. 27 Punkte pro Spiel, 65% durch Shooting, ein lächerliches 124er Offensivrating, 67% in Korbnähe, vor allem seine Dominanz dort erinnert teilweise an Shaquille O'Neal. Es ist crazy, jeder weiß, dass er zum Korb möchte, jeder versucht genau das zu verhindern und trotzdem hat niemand eine Chance, ihn davon abzuhalten. Seine Entwicklung zu Point Zion verbreitete regelrecht Angst und Schrecken bei gegnerischen Defenses. Ich hatte den Pelicans-Star sogar als mein Most Improved Player der letzten Saison, auch wenn es natürlich klar war, dass er diesen Award nicht gewinnen wird. Ich möchte mir heute mal anschauen, warum Zion in der letzten Saison so unaufhaltsam war, aber auch, wie die Pelicans in den letzten beiden Jahren vieles dafür getan haben, dass dieses Generational Talent womöglich nicht mehr so lange in New Orleans bleiben wird. Zion Williamson hat einen großen Vorteil gegenüber jedem anderen aktuellen NBA-Spieler. Er hat körperliche Voraussetzungen athletischer und physischer Natur, die man sich nicht antrainieren kann und die niemand anderes sonst hat. Das hatte ich auch damals im Vergleich zu Doncic und ihrem jeweiligen Ceiling gesagt, Zions 100% Outcome, der Best Case seiner Entwicklung, ist höher als der von jedem anderen Spieler, selbst der von Luka, da er körperlich einfach anders ist. Diese Überlegenheit sieht man bei allen möglichen Sequenzen, wenn er mit Tempo in den letzten Rim Protector reinspringt und den Kontakt quasi selber kaum zu spüren scheint, oder hier gegen den besten Drop Defense Big der Liga, der nicht den Hauch einer Chance hat. Er räumt dich im Post einfach aus dem Weg. Und hier wird der Gegenspieler quasi von einem Panzer über den Haufen gefahren. OG Anunoby ist vielleicht der beste Onboard Perimeter Defender der NBA, aber wenn du körperlich nichts entgegenzusetzen hast, was willst du dann machen? Klar, du kannst schnell versuchen, wirklich direkt in seinen Laufweg zu kommen, dann kontert er aber mittlerweile automatisch mit dem Spin-Move. Das ist der andere Teil der Gleichung, denn diese körperlichen Vorteile hatte er als Rookie auch schon, da war er aber lange nicht so dominant. Die Wahrheit ist, dass Zion mehr Skills hat, als man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Den Spin-Move habt ihr gerade schon ein paar Mal gesehen, er liebt diese Combo aus Crossover nach rechts und dann den Spin-Move zurück auf seine linke Seite. Was wir auch ab und zu mal sehen, sind solche angetäuschten Spin-Moves, die gut funktionieren, weil seine Gegner natürlich sofort anbeißen, wenn sie die Bewegung sehen. Ein altes Sprichwort im Basketball heißt Low Man Wins und Zion liebt dieses Motto, geht bei seinen Drives immer wieder weit runter, zusammen mit dem schnellen Antritt ist es eine tödliche Kombi. So kann er immer wieder direkt mit der Schulter auf Hüfthöhe des Gegenspielers Kontakt kreieren, diese sind deshalb oft chancenlos. Zion nutzt Hesitations und fühlt sich mittlerweile auch als Driver über die rechte Seite deutlich wohler. Er täuscht Richtung an und geht dann aber doch über die andere Seite, ist also weniger berechenbar geworden. Und Zion geht insgesamt weniger mit dem Kopf durch die Wand, das war eine Kritik damals in meiner Analyse nach seiner Rookie-Saison. Er hat den Hop-Step zurückgebracht, den wir zuletzt wirklich auf dem College gesehen haben. Und der 21-Jährige hat an seiner Fußarbeit in der Zone gearbeitet. Alles in allem also bessere Handles, bessere und mehr Moves, mehr Möglichkeiten, um auf gute Defense zu reagieren, schaut wie hier adjusted. Der große Gamechanger im letzten Jahr war dann aber seine Evolution zu Point Zion, dem Ballhändler, der als Onboard Creator am Perimeter für Angst und Schrecken sorgen soll. Die Pelicans fingen an, ihn zum primären Pick-and-Roll Ballhändler des Teams zu machen und die Resultate ließen nicht lange auf sich warten. Besonders gefährlich war das Two-Man-Game, wenn der Screener ein Guard, vor allem JJ Redick und Lonzo Ball war, dazu im zweiten Teil des Videos aber mehr. Zions Umgang mit Ballscreens ist jetzt schon bärenstark, obwohl er erst am Anfang seiner Entwicklung als Pick-and-Roll-Ballhändler steht, hier faked er den Drive über links und geht dann über rechts. Und hier splittet er die Hedge-Defense der Knicks und dann kannst du ihn nur noch so schnell es geht aus dem Weg gehen. Er hat ein echtes Talent dafür, Lücken in der Defense zu erkennen, Freiräume werden sofort genutzt, hier sieht er, dass der Kings-Pick ungünstig positioniert steht. Und hier sieht er all diesen freien Raum hinter der Denver-Defense, den niemand wirklich zu beschützen scheint. In dieser Szene sieht es so aus, als ob Zion über rechts geht und das denkt auch der Defender, also will er schnell über den Screen gehen. Williamson reagiert und ändert die Richtung, der Leidtragende ist am Ende der gegnerische Big Man. Dieses Verständnis, wie man gegnerische Taktiken schlägt, hier die Show and Recover Defense der Nuggets mit dem schnellen Drive ist beeindruckend. Und er kreiert auch für seine Teammates aus solchen Situationen, Zion hat eine Driving Gravity, die sich mit der von LeBron oder Giannis vergleichen lässt, wodurch immer wieder Kollegen vollkommen frei werden. Er ist weit weg von den elitären Pick-and-Roll-Playmakern im Game, das ist also doch durchaus ein Bereich mit einer Menge Luft nach oben, die Ansätze sind aber klar da. Seine Reads sind oft richtig und gut, an der Genauigkeit kann er noch arbeiten, aber das sollte mit der Zeit kommen. Wichtig ist, er kann Defenses durchbrechen und Vorteile kreieren, seine Advantage Creation ist jetzt schon auf einem elitären Level.
Was Zion als Spieler aber noch verlockender macht, ist, dass er so variabel einsetzbar ist, als Pick-and-Roll-Ballhändler, als Post-Up-Spieler, aber auch abseits des Balles in verschiedenen Rollen. Bewegt er sich wie hier Off-Ball und kommt dann mit Tempo an den Ball, ist Game Over. Das hatten wir auch bei Giannis in den Playoffs so, als er als Off-Ball-Advantage-Extender und Capitalizer auf diesem anderen Level gespielt hat. Weicht sein Verteidiger etwas von ihm, kann er eine Defense angreifen, die sich vorher nicht auf ihn eingestellt und positioniert hat, dann wird sein Job nur noch leichter. Er liebt diese Backcuts à la Anthony Davis, hatte mit Lonzo Ball in den letzten Jahren aber auch einen Kollegen, der ihn da immer wieder füttern konnte. Und er ist ein fantastischer Rollman, hat gute Hände, Sprungkraft, alle Tools, die man braucht, um auch als Big in Ballscreen-Situationen eingesetzt zu werden. Dass Zion offensiv quasi in jeder Rolle eingesetzt werden kann, die es gibt, abgesehen vielleicht als Spot-Up oder Offscreen-Shooter, ist crazy, die Pelicans müssen das nun aber auch nutzen. Das bringt uns zum zweiten Teil des Videos, denn in den beiden letzten Jahren hat man eine Menge dafür getan, Williamson seinen Job so schwer es geht zu machen. Das geht mit einem Color los, der überhaupt nicht darauf ausgelegt war, seine Stärken zur Geltung zu bringen, kein Spacing dank Mitspielern wie beispielsweise Adams und Bledsoe. Schaut, wie voll die Zone hier jedes Mal ist, solche Szenen machen seine Zahlen in Korbnähe eigentlich nur noch beeindruckender. Adams und Bledsoe sind zwar weg, dennoch liegt eine in meinen Augen enttäuschende Offseason hinter den Pels, ich hatte sie auch als einer meiner Verlierer in meinem Video dazu dabei. JV dürfte ein klares Upgrade gegenüber Adams sein, aber auch er ist nicht gerade ein Stretch-Big, von dem man nicht weghelfen möchte, wenn Zion zum Korb zieht. Der Graham-Deal ist im Vakuum eigentlich ein ganz guter, ich mochte allerdings Lonzo Ball deutlich mehr, nicht nur weil er ein klar besserer Spieler als Graham ist, sondern weil er auch fantastisch mit Zion harmonierte. Immer wieder fütterte er ihn für einfache Punkte direkt in Korbnähe, Ball ist der beste Passer, mit dem Zion bisher das Vergnügen hatte zusammenzuspielen. Die beiden waren kein perfektes Duo, allerdings kamen Williamsons Stärken deutlich mehr zum Vorschein, wenn er mit Lonzo auf dem Parkett stand. Die Pelicans haben gesehen, mit welcher Art Spielertypen an seiner Seite er am besten funktioniert, beispielsweise mit JJ Redick, deren Two-Man-Game war unaufhaltsam. Nun sollte eigentlich der Fokus darauf liegen, dem Franchise-Spieler solche Spielertypen an die Seite zu stellen. Ganz unabhängig davon war Zion laut Medienberichten nicht glücklich darüber, wie die Organisation den Abgang von Redick gehandhabt hat, dem Familienvater wurde wohl versichert, man würde eine Situation für ihn finden, die für ihn am besten ist, und dazu kam es aber nicht. Das ist nämlich die andere Seite, sportlich gibt es Gründe frustriert zu sein, der Kader wird nicht besser, wieder kommt der neue Coach, aber auch abseits des Parketts gibt es Frustrationen. Zions Familie so unglücklich sein, man möchte ihn wohl am liebsten in einer anderen Stadt sehen, die Pelicans seien, und ich zitiere es, nicht würdig, einen Spieler wie ihn im Kader zu haben. Dieser war speziell in seiner Rookie-Saison frustriert, wie seine Verletzung behandelt wurden, es gab Stress mit dem Medical Staff und auch die Beziehung zum General Manager David Griffin scheint nicht die beste zu sein. Natürlich können wir das als Außenstehende nicht 100% beurteilen, aber die Art und Weise, wie News an die Öffentlichkeit kommen, welche News verbreitet werden, Gerüchte umherschwirren, das sieht alles für mich nicht nach einer Organisation aus, die alles unter Kontrolle hat. Für mich zählt am Ende des Tages, wie es sportlich funktioniert, und ich fürchte, die Pelicans sind über den Sommer eher schlechter als besser geworden. Die Uhr tickt, die Zion-Situation ist gar nicht mal so unterschiedlich zur Luca-Situation in Dallas. Zwei junge Spieler, die jetzt schon so gut sind, dass ihre Organisation sich ranhalten müssen, Teams um sie herumzubauen, mit denen sie gewinnen können. Noch haben die Pelicans alle Chancen, aber machen sie so weiter, könnten sie nach Anthony Davis den zweiten Franchise-Spieler hintereinander verlieren. Was denkt ihr zu der ganzen Situation? Schreibt es mir wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich habe euch mal zwei Videos verlinkt, einmal eine Zion-Analyse nach seinem Rookie-Jahr, in der es um Bereiche ging, in denen er noch Luft nach oben hat, und dann eine über seine Leistungsexplosion aus der Mitte der letzten Saison, wo eben auf diese Bereiche noch einmal geschaut wurde. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!